zur Pressekonferenz vor unserem Zweitligaspiel gegen den FC Ingolstadt 04 am kommenden Sonntag. Anstoß im Revierpower-Stadion ist um 13.30 Uhr. Bis dato sind für das Spiel 9.200 Karten verkauft worden, wobei die Aktion Tickets statt Blümken, die zum Muttertag aufgerufen hat, dabei einen Gros von rund 2.000 Karten ausmacht. Aus Ingolstadt werden Stand heute ca. 500 Fans erwartet, 160 Tickets sind im Vorverkauf über den Tresen gegangen. Die Ingolstädter selber haben uns die Information gegeben, 500 bis 600, vielleicht 600 werden denn aus Oberbayern mit ins Revier fahren. Und die letzte Ticketinformation betrifft das Spiel gegen den FC St. Pauli. Da ist ja schon seit geraumer Zeit Rehen im Vaplü, 1900 Tickets haben wir da hier vor Ort abgesetzt. Das wird dann das nächste Auswärtsspiel sein für unsere blau-weißen Fußballgötter. Davon jetzt aber erstmal genug von meiner Seite aus. Eure Fragen bitte an Cheftrainer Gert-Jan Verbeek. Wie immer, kurzes Handzeichen, dann wird euch das Mikrofon gereicht und dann geht's los. Philipp Rentsch von Westline macht den Anfang. Ja, gestern hat der VfL den ersten Neuzugang für die kommende Saison bekannt gegeben. Manuel Riemann kommt als neuer Torhüter. Geben Sie da doch vielleicht nochmal eine kurze Einschätzung zu dem neuen Mann ab. Nein, mache ich nicht. Wieso nicht? Weil ich mich fokussiere jetzt auf ein Spiel gegen Ingolstadt und nicht auf die nächste Saison. Das heißt, fragt zur neuen Saison erst nach dem Spiel gegen Sandhausen? Stimmt, sehr gut. Dann habe ich Ferien, also da musst du 3 Wochen warten, dann komme ich wieder zurück und dann gehe ich wieder an Arbeit für neue Saison. Ja, ich habe keine Ferien. Ja, schade für dich. Ich habe nur 3 Wochen. Joachim Droll. Ja, heute als schön Wetterjournalist war ich natürlich heute mal da. Natürlich, natürlich. Und nein, da haben wir natürlich gesehen, dass Sie 2 Varianten mal probiert haben. Einmal mit dem Forsell vorne drin, dann mit dem Gregoric vorne drin und Piotr rechts. Zu was neigen Sie denn bei der Startformation? Soll der Migo sich erstmal vielleicht auspowern und dann vielleicht die 2. Variante? Oder was könnte dahinter stecken? Glücklich kann ich noch 2 Nächte darüber schlafen. Ich habe es ausprobiert, weil wir natürlich einige Umsetzungen haben, weil die Spieler ohne Bulut und unsere Freund, nein, nicht Latza, Terode, genau. Spendiert, ja, die gesperrt. Und wir haben natürlich auch unsere Probleme in die Verletzung mit Cestak und Selim. Also muss man wieder etwas Neues bedenken und Ingolstadt ist natürlich der Beste, der ist führend in unserer Liga. Der kann vielleicht schon den Aufstieg machen morgen auf Sonntag. Also muss ich etwas ausprobieren und ich weiß, dass Gregoritsch nicht den ganzen Spiel machen kann und ich weiß auch, dass Miklo das ganze Spiel nicht machen kann. Also habe ich einiges probiert und ja, man wird immer mehr überzeugt von was die Spieler können, was das Beste ist für die Mannschaft. Und ja, dann muss ich mich vor Sonntag entscheiden und das werde ich, aber ich habe mich noch nicht entschieden. Weitere Fragen. Günter Pohl vom Reviersport. Nochmal zu Michael Gregoritsch. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, haben Sie gesagt, dass er nicht über 90 Minuten spielen kann. Woran liegt das? Hat er nicht die Power für 90 Minuten oder hängt das noch mit seiner langen Leidenszeit zwischen den Zeiten November, Januar, Dezember zusammen? Ja, ich lese auch immer, dass auch von der Sage selbst, dass er topfit ist. Aber das besteht gar nicht. Ja, die Spieler wissen oft nicht, was topfit bedeutet. Ja, man sieht es auch diese Woche in Bayern München. Man kann nicht ungestraft, wenn man lahm heißt, 5 Monate, 6 Monate nicht trainieren, nicht bei der Mannschaft sein, keine Spiele machen und dann in der Halbfinale von Champions League spielen und ein gutes Spiel leisten gegen so einen Gegenstander. Dasselbe ist jetzt für Gregoritsch, der hat immer angeschaut, am Anfang, wer mit die Gruppe mittrainiert hat, Trainer, warum spiele ich nicht von Anfang?
ich bin auch ein guter Spieler. Dann habe ich immer gesagt, ey Gregor, du bist schon du bist schon fit, um zu trainieren, aber du bist nicht fit, um anzufangen. Das fängt an mit 20, 30 Minuten in zweiter Halbzeit. Dann ist die Gegner ermüdet und vielleicht, ja, und dann sieht man das. Wenn er reinkommt als Stammspieler, dann ist es nach 70 Minuten Ende. Ja, und wenn öfter als Stammspieler, und man muss auch noch trainieren durch die Woche, ja, dann geht es nach einer halben Stunde nach Aalen, geht es dann fast nicht mehr. Ja, dann will er die Beine nicht mehr. Das sage ich noch viel länger weg gewesen. Der hat schon, das ist die fünfte Woche, dass er mittrainiert, nur 5 Wochen, wohin er kein einziges Spiel gemacht hat. Man, das ist nicht einfach, wenn ein verletzter Spieler sich bei VfL sich verletzt, um ihn spielen zu lassen, weil die unter 23 spielt fast immer gleichzeitig. Also muss es immer probieren, dass die Spielkondition, ja, im Training zu bekommen. Und das bekommt er nicht, weil wir trainieren nie 2x45 Minuten ein Spiel. Also der Suga ist nicht topfit und wird auch nicht mehr topfit. Also wird er auch bei mir nicht mehr als Stammspieler spielen, habe ich euch schon 4 Wochen her gesagt. Das schafft er nicht. Ich habe schon eine gute Nachricht für ihn, er ist heute im Kader. Also kann ich vielleicht 10, 15 oder 20 Minuten spielen. Und das ist Topsport, meine Herren. Man kann nicht sagen, ich bin wieder fit, ich komme weg bei den Physios, ich trainiere mit eine Woche und ich kann wieder spielen. Nee. Nicht auf diesem Niveau. Joachim Dröhr nochmal. Eine ganz andere Frage. Gibt es im Niederländischen Ausdruck für Spielverderber oder für Spaßbremse? Denn ihr könnt ja für Ingolstadt so eine Spaßbremse werden. Die könnten aufsteigen. Wenn ihr aber hier gewinnt oder unentschieden spielt, könntet ihr ihnen die Aufstiegsfeier verderben. Ja, ob da ein Name ist in Holland, weiß ich nicht. Aber man ist nie glücklich, wenn eine Mannschaft hier bei zu Hause eine gefestigte Vitalität haben, weil die Meister geworden sind oder die Aufstieg gemacht haben. Also zu Hause will man immer gerne gewinnen. Und wenn man dabei steht und man hat das Spiel unentschieden gemacht oder verloren und die anderen haben dann Feier, dann ist nicht ein gutes Gefühl. Also, wir werden probieren, die dürfen von uns Meister werden. Das interessiert uns nicht, aber nicht Sonntag und nicht hier. Aber wenn es passiert, ja, kann man nur gratulieren. Aber das kann ich mir nicht vorstellen, Herr Verbeek. 3 Heimniederlagen hintereinander kann ich mir nicht vorstellen, dass Sie das schon mal erlebt hätten. Ja, ich habe schon gesagt, Wie man sieht, wie die Spiele geordnet sind in der zweiten Liga. Wir haben die letzte Woche nur gegen Mannschaften gespielt, die oben dran sind und die Aufstieg machen können. Platz 2, 3 und 4 haben wir gespielt, jetzt spielen wir gegen Platz 1. Ja, das sind natürlich schwere Spiele und die kann man verlieren. Aber auch in die Spiele, die wir verloren haben hier zu Hause gegen Leipzig und Kaiserslautern, hatten wir Chance, um zu gewinnen oder unentschieden zu spielen. Also fußballerisch sind wir nicht schlechter. Und wenn man sieht auch, ihr habt auch immer die Statistiken und dann von letztes Jahr, dann haben wir 30 Tore geschossen, ja, aber 43 entgegenbekommen, minus 13. Wir haben jetzt 49 Tore geschossen, aber auch 49 entgegenbekommen, aber das ist 0 und nicht minus 13. Also wir haben uns verbessert und wir haben 38 Punkte, letztes Jahr war 40. Also es ist immer möglich, um 41 oder vielleicht 44 Punkte zu holen oder vielleicht noch mehr. Also so negativ ist es gar nicht. Ja? Wenn man auch noch sieht, wie viele verletzte Spieler wir haben gehabt diese Saison, da haben wir das eigentlich sehr gut gemacht. Und da freut es mich, ja, dass wir uns verbessert haben
Ja, und dass wir uns am nächsten Saison hoffentlich auch noch verstärken können, dass die blessierten Spieler wieder da sind, ja, und einige neue Spieler begrüßen können. Gibt es weitere Fragen eurerseits? Noch wird eifrig notiert. Scheint nicht der Fall zu sein. Dann von meiner Seite aus noch zwei Hinweise. Am 10. Mai nicht nur Muttertag und Heimspieltag, sondern auch in der City verkaufsoffener Samstag. Den nutzt unser Businesspartner, die VBW, zu einem großen Familientag. Und im Rahmen dieses Familientages werden auch drei prominente VfL-Gäste dort zu Gast sein. Vornehmlich die Profis Jan Jamra und Jan Schimonek, die von 16.30 Uhr bis 17.30 Uhr eine Autogrammstunde auf dem Husemannplatz abhalten bzw. geben werden. Und vorher ist dann noch unser Kinderclub-Maskottchen Bobby Bolzer da. Zweiter Hinweis ist, das VfL-Echo ist druckfrisch eingetroffen. Wer möchte, kann sich hier am Stadion oder in der Bochumer City schon abholen. Das war's von unserer Seite aus. Wir sehen uns dann wieder am Sonntag. Bis dahin, ciao.